In Norditalien sorgte starker Schneefall für Verkehrschaos. Die Brenner-Autobahn musste stundenlang gesperrt werden. Wegen einer Lawine an der Grenze zu Österreich und festgefahrener Lastwagen ging dort über Nacht nichts mehr. Ein griechischer Lkw-Fahrer kam in seinem Fahrzeug ums Leben. Er starb vermutlich an einem Herzversagen. Mittlerweile wurde die Autobahn schrittweise für den Verkehr wieder geöffnet. Die Situation habe sich leicht entspannt, bleibe aber weiterhin kritisch. Weitere Schneefälle sind angekündigt. Auch der Eisenbahnverkehr auf der Brennerlinie bleibt laut dem Südtiroler Zivilschutz vorerst eingeschränkt. Schnee und Eis sorgen momentan auch in Deutschland für viel Chaos. Am Münchner Flughafen wurden von rund 1000 geplanten Flügen bis zum Mittag 116 annulliert. Rund 40 Verbindungen seien wegen des starken Schneefalls mehr als eine halbe Stunde verspätet.